Der Cybex Solution X-Fix Kindersitz ist ein echter Dauerbrenner unter den vorwärtsgerichteten Kindersitzen der Gruppe 2 Drittel, 15 bis 36 Kilogramm. Im ADAC Kindersitztest wurde er bereits 2011, noch vor Einführung der E-Size-Norm, mit einem Testergebnis von 1,9 zu einem der Testsieger gekürt. Besonders überzeugte der Sitz im Schadstofftest, 1,0, aber auch Verarbeitung und Reinigung, 1,5, sowie Sicherheit, 2,1, wurden mit sehr gut bis gut bewertet. Obwohl der Kindersitz mit Rückenlehne nicht nach iSize zugelassen ist, ist er mit einem integrierten Seitenaufprallschutz, LSP, ausgestattet und bietet so mehr Schutz bei einem Seitencrash. Auch besteht die Möglichkeit, den Sitz für mehr Stabilität mit dem Isofix-Befestigungssystem im Auto zu installieren. Mit seiner 11-fach verstellbaren Komfortkopfstütze ist der Cybex Solution X-Fix Kindersitz lange mitwachsend. Die neigungsverstellbare Kopfstütze und Rückenlehne sowie das weiche Sitzkissen machen den Sitz für Kinder sehr bequem und gleichzeitig sicherer, weil euer Kind auch im Schlaf gut geschützt ist. Cybex gehört regelmäßig zu den Testsiegern im Kindersitztest von Stiftung Warentest und ADAC. In den letzten Jahren schnitten auch die neueren Modelle Cybex Solution Z-E-Fix 1,9 und Cybex Solution S-E-Fix 1,8 gut ab. Diese Sitze sind nach neuester E-Size-Norm zugelassen. Sicherheit, Komfort, Preis-Leistungs-Verhältnis: Der Kindersitz von Cybex wird in tausenden Kundenbewertungen durchweg positiv bewertet. Wer nicht die neuesten Komfort-Features erwartet, wird mit diesem Sitz zufrieden sein. Deshalb eignet er sich vor allem als Zweitsitz sehr gut. Kritik gibt es vereinzelt am quietschenden Kopfteil. Über die Neigungsverstellbarkeit der Rückenlehne sind sich die RezensentInnen uneins, während die einen sie loben, weil sie ihr Kind damit in eine gute Schlafposition bringen können, beklagen andere, dass die Rückenlehne in jeder Einstellung zu steil zum Schlafen ist. Der Britax Römer Kidfix M-iSize Kindersitz ist, wie der Name verrät, nach der neuen e-Size-Norm entwickelt und zugelassen. Das bedeutet, dass sich die Zulassung nicht mehr am Gewicht, sondern an der Größe des Kindes orientiert und dass dieser Kindersitz einen Seitenaufpralltest bestanden hat. Mit einer Zulassung für eine Größe von 100 bis 150 cm ist der Sitz für Kinder von etwa 4 bis 12 Jahren geeignet. Das entspricht der Gruppe 2 Drittel der vorausgehenden europäischen Zulassungsnorm, nach der zum Beispiel auch der Cybex Solution X-Fix Sitz zugelassen ist. Genau wie dieser kann auch der Britax Römer Kidfix M-iSize sowohl per Fahrzeuggurt als auch per Isofix im Auto eingebaut werden. Anders als der Cybex-Sitz verfügt der in Deutschland gefertigte Kindersitz von Britax Römer aber nicht über spezielle Komfortfeatures wie die in der Neigung verstellbare Kopfstütze. Der mitwachsende Kindersitz ist im aktuellen Test von ADAC Stiftung Warentest 2022 mit einem Testergebnis von 2,0 dennoch der Testsieger unter den nach vorne gerichteten Sitzen für diese Altersklasse, auch wenn die dünne Polsterung und das durchschnittliche Verletzungsrisiko bei einem Seitencrash zu Punktabzügen führten. Auf der Plusseite standen die einfache Bedienung und Handhabung, das geringe Verletzungsrisiko beim Frontcrash, der optimale Gurtverlauf, der geringe Platzbedarf bei gleichzeitig guter Sitzposition des Kindes und die Stabilität des Kindersitzes. Der Britax Römer Kidfix M-iSize Kindersitz auf einen Blick. Das sagen Eltern, der Kidfix M Kindersitz von Britax Römer ist ein solider und robuster Sitz, der durch einfachen Einbau, eine tolle Optik und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis punktet. Weil er so schmal ist und so wenig Platz auf dem Rücksitz verbraucht, eignet er sich gut für wachsende Familien. Kritik gibt es an der teilweise unsauberen Verarbeitung des Polsters. Wenn der Kindersitz nach der Babyschale der letzte Sitz sein soll, der euer Kind bis zu seinem 12. Geburtstag begleitet, muss es nach der europäischen Sicherheitsnorm LJR 44.04 ein Modell der Gruppe 1-2-3, ab 9 bis 36 Kilogramm, sein. Soll es kein Kombisitz mit Reporterfunktion sein, sind Kindersitze mit Fangkörper für Kleinkinder eine mögliche Alternative zum normalen vorwärts gerichteten Sitz mit Gurt. Weil der Fangkörper, der für Kinder von etwa 9 bis 18 Kilogramm verwendet werden kann, das Kind an Bauch und Brust im Sitz hält, es aber nicht mit einem Gurt an die Rückenlehne fixiert, wirkt die Kräfteverteilung bei einem Frontalaufprall großflächiger und ein abruptes Nachvorneschnellen des Kopf- und Schulterbereichs wird vermieden.
Unter allen Kindersitzen mit Fangkörper gehört Cybex zu den Testsiegern. Der Cybex Palace B-Fix ist für Kinder von 9 bis 36 Kilogramm zugelassen und sichert euer Kind bis 18 Kilogramm mit dem Fangkörper im Sitz. Im Kindersitztest von Stiftung Warentest und ADAC 2020 schnitt der Sitz mit einem Testergebnis von 2,4 gut ab, auch wenn eine erhöhte Gefahr der Fehlbedienung und ein durchschnittliches Verletzungsrisiko beim Frontcrash festgestellt wurden. Auch wenn der Kindersitz nicht nach iSize zertifiziert ist, ein iSize Kindersitz kann erst für Kinder ab 15 Monaten nach vorne gerichtet zugelassen werden, besteht er den Seitencrash-Test im ADAC-Test problemlos. Wie alle Cybex Kindersitze ist auch dieser mit einem integrierten Seitenaufprallschutz ausgestattet, LSP-System. Der beste Kindersitz mit Fangkörper im Test ist übrigens der Cybex Palace GI Size. Dieser wurde von ADAC Stiftung Warentest 2020 mit einer 2,0 ausgezeichnet, ist aber gemäß eSize-Norm erst ab etwa 15 Monaten, 76 cm, zugelassen. Im Großen und Ganzen sind Eltern zufrieden mit diesem Kindersitz von Cybex und loben vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis für einen so lange nutzbaren Sitz. Der Fangkörper wird jedoch einerseits als zu einengend und damit nicht für längere Fahrten geeignet bewertet, andererseits berichten einige Eltern davon, dass ihr Kind problemlos aus der Sicherung herausklettern oder herausrutschen konnte, was auf eine allzu leichte Fehlbedienung schließen lässt. Damit eignet sich der Cybex Palace B-Fix am besten als Zweitsitz für kurze Strecken bei Oma und Opa. Dafür spricht auch sein niedriges Eigengewicht. Auch der Maxicosi Titan ist ein Kindersitz, der lange mitwächst und in unserem Test zu den gruppenübergreifenden Sitzen, Gruppe 1, 2, 3, für Kinder von 9 Monaten bis 12 Jahre gehört. Kinder bis etwa 18 Kilogramm, 4 Jahre, werden hierin mit dem sitzeigenen 5-Punkt-Sicherheitsgurt gesichert, danach wird der Gurt abmontiert und der autohygiene 3-Punkt-Gurt kommt zum Einsatz. Für die Installation des Kindersitzes im Auto braucht man diesen aber nicht unbedingt. Der Kindersitz ist mit dem Isofix-Befestigungssystem und zusätzlich mit einem Top-Tether ausgestattet. Das Besondere an diesem Kindersitz von Maxicosi ist aber die Möglichkeit, den Sitz fünffach bis zur Ruheposition zu verstellen, damit euer Kind unterwegs entspannter und sicherer schlafen kann. Allzu große Sprünge dürfen Eltern allerdings nicht erwarten, so flach wie bei einer Babyschale oder einem Reporter, der nach hinten viel mehr Platz hat, wird die Liegeposition nicht. Babys sind in diesen beiden Alternativen somit besser aufgehoben. Mit 11,5 Kilogramm gehört der Kindersitz außerdem zu den schwersten in unserem Test. Für häufige Fahrzeugwechsel ist er damit nicht geeignet. Der Maxicosi Titan auf einen Blick. Der Maxicosi Titan ist nicht zuletzt wegen seines hohen Gewichts sehr stabil und wirkt hochwertig. Für größere Kinder wird er gerne weiterempfohlen, Eltern von kleineren Kindern sind jedoch enttäuscht. Nicht nur versinken die Kleinen in den massiven Polstern, die Ruheposition ist auch in der untersten Einstellung immer noch zu steil zum bequemen Schlafen und der sitzeigene Gurt wird als zu kurz empfunden. Hier sei jedoch gesagt, ist der sitzeigene Gurt zu kurz, dann ist das Kind vermutlich groß genug für die Sicherung durch den Autogurt, der ohnehin ab 15 Kilogramm vorgesehen ist. Ein so lange nutzbarer Kombisitz basiert am Ende immer auch auf Kompromissen, um allen Altersklassen gerecht zu werden. Für alle, die den Kindersitz ohnehin nur zweimal im Jahr für einen Ausflug rausholen, bietet der Britax Römer Evolver 123 Sitz ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der nach UNEGR 4404 zugelassene Kindersitz kann direkt nach der Babyschale für Kinder ab 9 Kilogramm, etwa 9 Monate, verwendet werden und reicht so lange, bis euer Kind mit 12 Jahren keinen Kindersitz mehr braucht. Der Kindersitz kommt ohne Isofix daher und muss per Autogurt im Auto installiert werden, das macht ihn flexibel und auch für alte Autos gut geeignet. Gerade wenn ihr nur selten Auto fahrt, solltet ihr die Montageanleitung genau befolgen, um Einbaufehler zu vermeiden. Auch bei kurzen oder gelegentlichen Fahrten sollte die Sicherheit eures Kindes jederzeit gewährleistet sein. Wenn ihr einen günstigen, flexiblen Kindersitz ohne Isofix sucht, der eher auf große Kinder zugeschnitten ist, ab 15 Kilogramm, ist der Britax Römer Adventure eine gute Wahl. Hier werden weniger Kompromisse gemacht.
Dazu ist der Sitz mit 4 Kilogramm Eigengewicht angenehm leicht und wurde im Kindersitztest von ADAC Stiftung Warentest 2019 gut bewertet. Der Britax Römer Evolver 123 Kindersitz auf einen Blick. Wer einen Kindersitz ohne Isofix sucht, wird mit diesem Sitz von Britax Römer zufrieden sein. Er ist robust, hochwertig und überzeugt mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Was die NutzerInnen in ihren Bewertungen stört, ist allerdings, dass der Umbau des Sitzes von Gruppe 1 zu Gruppe 2, ohne sitzeigenen 5-Punkt-Gurt, sehr schwierig ist. Und auch das Entfernen der Bezüge zum Waschen wird als sehr umständlich empfunden. Ein preiswerter Kindersitz, der zugleich über eine Isofix-Befestigung verfügt, ist der Safety First Roadfix. Er ist für die Gruppe 2 Drittel zugelassen und wächst dank 7-fach höhenverstellbarer Kopfstütze von etwa 3,5 mit 12 Jahren mit eurem Kind mit. Das günstig nicht gleich schlecht bedeuten muss, beweist der Kindersitz im Test von ADAC und Stiftung Warentest. Mit einem Testergebnis von 2,4 schnitt der Sitz 2019 gut ab und überzeugte dabei vor allem in puncto Schadstoffe, Bedienung, Verarbeitung und Ergonomie. In der Kategorie Sicherheit ist Luft nach oben, da das Verletzungsrisiko sowohl bei einem Frontal-Crash als auch bei einem Seiten-Crash durchschnittlich ist, bekommt der Kindersitz von Safety First hier nur eine 3,0. Der Safety First Roadfix Kindersitz auf einen Blick. Dass bei einem so günstigen Kindersitz Abstriche in puncto Qualität gemacht werden müssen, erwarten die meisten Eltern. Deshalb bewerten sie das Preis-Leistungs-Verhältnis positiv und empfehlen den Kindersitz als Zweit- oder Drittsitz bei den Großeltern. Bemängelt wird mehrmals das zu dünne Polster, auf dem Kinder keine langen Strecken fahren können. Wer bereit ist, mehr Geld auszugeben, um seinem Kind auch auf langen Fahrten den größtmöglichen Komfort zu bieten, findet mit dem Joie e-Travers Kindersitz ein Modell, das in puncto Sicherheit und Komfort für Kinder und Eltern noch eine Schippe drauflegt. Der nach iSize zugelassene Kindersitz für Kinder mit einer Größe ab 100 cm verfügt über das sogenannte Tri-Protect System mit Memory-Schaum, das beim Aufprall Energie absorbiert und euer Kind so noch besser schützt. Mehr Schutz versprechen auch die verstärkten Seitenprotektoren und die Seitenverstärkungen in der Sitzfläche, die Kopf, Körper und Hüfte noch besser schützen sollen. Im ADAC Kindersitz 2021 wurde die Sicherheit mit einem Testergebnis von 1,9 bestätigt, wenn auch das Verletzungsrisiko bei einem Frontcrash als durchschnittlich eingeschätzt wurde. Komfortabel fahren Kinder in diesem Sitz auf jeden Fall, die Rückenlehne ist zweifach in der Neigung verstellbar und auch die Sitztiefe lässt sich in 3 Stufen an das Kind anpassen. Auf den gepolsterten Armlehnen können die Arme während der Fahrt ruhen. So viel Komfort braucht aber Platz. Im Kindersitztest von Stiftung Warentest ADAC gab es Punktabzüge, weil der Joie e-Travers so einen erhöhten Platzbedarf hat. Der e-Travers Kindersitz von Joie auf einen Blick. Das sagen Eltern, der Joie e-Travers ist schnell montiert und macht einen sehr hochwertigen, sicheren Eindruck. Sicherheit vermittelt auch die Zulassung nach e-Size-Norm, da dies für Folgesitze dieser Gewichtsklasse nicht selbstverständlich ist. Auch der Maxicosi Morion ist ein Folgesitz, im Idealfall nach dem Reporter, der nach den neuesten Sicherheitsstandards, iSize, zugelassen ist und keine Kompromisse bezüglich Sicherheit und Komfort macht. So lässt sich die Kopfstütze einfach von oben in der Höhe verstellen und die Rückenlehne geht stets mit. Damit wird sichergestellt, dass auch die Schultern größerer Schulkinder hier abgestützt und bestmöglich geschützt sind. Wie beim Joie e-Travers gibt es außerdem auch hier ein Markierungssystem, das anzeigt, wo der Gurt bei eurem Kind am besten verlaufen muss. Das macht das Anschnallen für Eltern und Kinder leichter. Das sagen Eltern, der Kindersitz von Maxicosi lässt sich leicht installieren und macht einen soliden, bequemen Eindruck. Einige Eltern empfinden den Sitz als zu schmal. Eine Alternative zu Maxicosi, Britax Römer & Co. ist die deutsche Qualitätsmarke Recaro. Der Recaro Mako 2 iSize passt sich dank des speziellen Sitzschaums perfekt an die Körperform eures Kindes an und ist gerade auf langen Fahrten besonders ergonomisch. Weitere Komfortfeatures sind die gepolsterten Armlehnen und die adaptive Rückenlehne, die sich optimal an den Autositz anpasst und auch in eine Ruheposition versetzt werden kann.
Der Recaro Mako 2 Kindersitz ist nach I-Size für Kinder von etwa 3,5 bis 12 Jahren zugelassen. Der Recaro Mako 2 I-Size Kindersitz auf einen Blick. Ein schöner Kindersitz, den Kinder lieben und Eltern sehr sicher finden. Kritik gibt es vereinzelt daran, dass die Isofix-Befestigung etwas schwer von der Hand geht. Ihr werdet am Bahnhof mit dem Auto abgeholt und braucht einen leichten, kompakten Kindersitz, den ihr für diesen Zweck mit auf Reisen nehmen könnt? Dann ist eine Sitzerhöhung ohne Rückenlehne eine gute Notlösung, allerdings erst für Kinder ab einer Größe von 125 cm. Vorher werden Kindersitze mit Rückenlehne ausdrücklich empfohlen und bei neueren Modellen auch gesetzlich vorgeschrieben. Die PEC Perigo Viaggio 2-3 Shuttle Sitzerhöhung ist mit ihren 3 kg Gewicht ideal für unterwegs geeignet und bringt doch Sicherheits- und Komfortfeatures mit, die bei anderen Sitzerhöhungen ohne Rückenlehne fehlen. So lässt sich der PEC Perigo Viaggio Sitz dank Superfix Adapter optional auch per Isofix mit dem Auto verbinden, ist sehr gut gepolstert und mit einem einstellbaren Gurt ausgestattet, der sicherstellt, dass der Schultergurt des Autos immer auf der für euer Kind richtigen Höhe eingestellt ist und nicht am Hals einschneidet. Durch die Möglichkeit, den Sitz per Isofix zu befestigen und ihn an den Rücksitz anzupassen, sitzt die kompakte Sitzerhöhung fest im Auto und ermöglicht eine optimale Gurtführung. Eltern sind begeistert von diesem Kindersitz und finden, dass er für eine Sitzerhöhung vergleichsweise teuer, sein Geld aber allemal wert ist. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.